Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Destiny 2. Ich habe gerade kurzen Schritt bei der Aufgabe gemacht. Man sollte ja solche Peilsender von den einfach so wegstöten. Dann bekommt man so Peilsender. Habe ich gemacht. Und ja, jetzt müssen wir Praxiskonflikt entfernen. Geil, jetzt muss ich wieder irgendwo rumfahren. Also bis gleich. Hüter, ich weiß, du versuchst das Richtige zu tun. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass du es falsch angehst. Denk an das, was Varix über Eramis gesagt hat. Sie wandte sich an die Dunkelheit, um ihrem Volk zu helfen. Und jetzt sieh sie dir an. Ich würde mir nie verzeihen, wenn dir dasselbe passieren würde. So, hier den Konflux mal scannen. Dieser Konflux, Praxis, hat ihn selbst gebaut. Er ist ein wenig anfällig. Gib mir Deckung und ich schaue, was ich herausfinden kann. Ich habe Eramis vor Glimmerbohrungen gewarnt. Welchen Nutzen bringt uns diese Währung? Doch wo meine weisen Worte versagen, muss ich dein Messerwille durchsetzen. Das ist gerade einfach ein Zufall oder warum startet währenddessen gerade einfach ein öffentliches Event? Ach nee, das öffentliche Event ist da hinten. Ah, machen die etwa hier auch die Quest? Das wäre ja echt schön. Leute, ihr wollt auch die Quest machen, das ist so schön. Komm, lasst uns doch alle in einer Gruppe sein. Ich werde vielleicht irgendwann mal nach einem Clan suchen. Das ist mir eigentlich auch wichtig. Clan gibt nämlich auch nochmal richtig viele Prämien. Und das schadet ja nicht. Alter, dieses Rotwind ist so beschissen. Also wirklich, die spielt sich richtig, richtig schäbig. Macht zwar sehr viel Schaden, aber kannst halt kaum treffen. Deswegen ändere ich sie jetzt auch. Gegen das Fusionsgewehr. Das ist eigentlich voll geil ist. Und scheiß auf das Schwert. Ich will das Geierhorn. Ah, jetzt kann ich das hier kaputt machen. Jetzt kommen wo Gegner? Da. Da, da, da. Oder sind das Gegner vom Event? Ne, das sind Gegner vom Event. Ach, da hinten sind Gegner, die ich töten soll. Okay, warte. Das heißt, das waren doch Leute, die das Event gemacht haben. So, zack, zack, zack. Ja, verzieht euch mal hier. Jawohl, Primus in Gramm. Schmeckt. Ich habe auch nie verstanden, warum das hier, also was hier mal auf dem Planeten ist, öffentliches Event heißt. Das verwirrt mich immer, weil es gibt ja auch noch Festivals in dem Game. Das ist halt dann die Hüterspiele oder Saison, was weiß ich. Was gibt's noch für Festivals? Ich habe wieder alles vergessen. Irgend so ein Weihnachtsevent noch und noch so ein anderes Event. Ist aber auch egal. Komisch, dass sie den Namen so ändern. Das verwirrt einen richtig. Na, kommt mal alle runter hier.
Diese Harpyden, Alter, die sind so einfach zu killen. Die halt auch nichts machen, die schießen gar nicht. Hey, wo ist er? Hat sich teleportiert. Kleiner. Ja, ich kann mit meinen Hüter halt einfach gar nicht sterben. Selbst wenn ich so richtig wenig Leben habe, brauche ich nur einen Nahkampfkill machen und dann bekomme ich wieder Leben. So, das müsste jetzt aber reichen. Oh. Nein. Das wäre ich jetzt nach oben katapuliert. Sieht so aus, als hätte der Praxis herausgefunden, dass wir seinen Kampflux abschalten wollen. Er schickt einen Servitor, um ihn zu beschützen. Ah, der ist halt auch einfach zu töten. Warte, er ist gleich tot. Hilfe. Digga, wieso... Wieso macht er das immer? Ich will nicht die ganze Zeit so weit weg sein. Der teleportiert mich immer weg. So, jetzt krepier. Meine Güte. Kannst du dir echt nicht vorstellen. Boah. Immer diese... Ich habe ein Signal von diese Blendgranate, die kommt. Ich weiß, wo wir Praxis finden können. Ich kann mir jetzt schon erraten, wo. Eramis traf Praxis im Gefängnis, ja? Jeden Tag sprachen sie durch die Wände ihrer Zellen, träumten von einer neuen Welt. Seine Forschungen gaben Elixni die Fähigkeit, Kraft aus den Splittern zu ziehen. Sei vorsichtig, Freund. Aber vielleicht kann ich euch gebrauchen. Führen wir einen Testlauf durch. Initiiere Verteidigungsprotokoll, Nirsai. Ja, was für ein Ding. Wer jetzt aus mir Hackepeter machen? Naja, mal gucken, was er aus mir machen wird. Doch ich werde das verhindern. Gut, wie scheint, gehen wir jetzt nochmal in die Ewigkeit rein. Das ist ja nicht so schlimm. Diesmal aber mit Bosskampf. Nein, nein, nein. Ärgerlich. Peinlich. Ich muss das vor Eramis geheim halten. Oh. Die Daten müssen fehlerfrei sein. Da wird deine Chefin aber nicht so fröhlich sein. Boah, habt ihr gesehen, wie gut ich da durchgekommen bin? Ich würde mir fragen, wenn so ein Anfänger hier diese Quest spielt, wie würde der durchkommen? Ich glaube, der würde ja nicht so reinrennen wie ich. Weil ich kann mir das halt erlauben. Mein Hüter ist so stark, dass ich einfach reinrennen kann. Und trotzdem nicht sterbe. Aber guck, selbst wenn ich so wenig Leben habe, brauche ich nur einen Nahkampfkill machen und dann habe ich wieder Lebensregeneration. Digga, ich kann nicht reden. Lebensregeneration, meine Güte. Also manchmal Dun ist sehr hilfreich. Gott, oh Gott, oh Gott. Und die Musik fehlt mir wieder. Oh, hi, Leute. Was die mal für Geräusche machen. Blub, 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 blub. Ich konnte einfach durchrennen. So, easy. Und weiter.
Jetzt redet bestimmt gleich wieder einer. Nein? Schade. Ich hatte immer bei den Passagen, wo jetzt nichts passiert, redet doch immer einer. Boah. Wie komme ich da nur durch? Zum Glück habe ich halt diesen Dash. Ohne diesen Dash wäre ich ziemlich aufgebracht. Ey, nicht von hinten einfach ankommen. Ist nicht korrekt. Ich liebe diesen Dash. Ich drücke jedes Mal X. Es macht so viel Spaß. Man fühlt sich auch so toll, wenn man das macht. Zack. Da ist er, Praxis. Ich schätze mal, das als ein Lob. Oh, der hat mich Der! Nein, ich... Jetzt habe ich meine Ulti umsonst angemacht. Aber er hat... Genau, wo ich meine Ulti angemacht hat, hat er mich eingefroren. Und dann wurde meine Ulti abgebrochen. Ist schon cool. Schon echt nice. Und alle weg. Zack. Und zack. Und zack. Folge Praxis. Ja, müsste ja nicht so schwer sein. Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. So, da geht's weiter. Genau, wo wir auch letztes Mal lang gegangen sind. Aber da ja nicht viel passiert ist. Öffne mal schneller, Alter. Oh Gott, sie verfolgen mich. Speedrun. Au. Oh. Er ist selber den Tod gesprungen. Wie geil. Okay, Endbosskampf. Let's go. Ja, zwei von diesen Pyramiden. Ihre Mist duldet keine Fehler. Also werde ich nicht scheitern. Na, aufhören mich einzufrieren. Geht alle langsam auf den Sack. Das ist alles, was dir die Maschine gegeben hat? Na komm. Ich hab viel zu wenig Muni. Digga, es geht aber auch echt auf den Sack. Reicht auch wieder. Digga, warum lacht er, wenn er gleich stirbt? Warte. Ich sein nerviges Einfrieren. Jetzt mal die Ads entfernen.
Digga. Guck mal, er macht ja nicht mal viel Schaden. Es gibt nur sein dämliches Einfrieren auf den Sack. So, lad schneller nach. Lass mich deinen kleinen Servitor sehen. Ich werde ihn auseinandernehmen. So wie die anderen. Das ist kein Servitor, das ist ein Geist. Nur mal als Korrigation. So, da hinten ist noch so ein Teil. Nein! Digga, ich bin so blöd! Oh mein Gott, Alter, ich hab nicht hingeguckt. Oh. Also noch blöder kann kein Mensch sein. Ey. Hätte ich mal den Dash viel früher gemacht. Ah, jetzt fliegt er auf einmal. Ihre Mist duldet keine Fehler. Also werde ich nicht scheitern. So. Das machen wir aber hier schnell. Alles, was dir die Maschine gegeben hat? Meine Fresse, sein Einfrieren. Das geht auf den Sack. Ah, wo ist das eine Teil? Dort hinten. So, das ist weg. So, jetzt habe ich alle. Jetzt Raketenmunition. Und Feuer frei. Lass mich deinen kleinen Servitor ziehen. Ich werde ihn auseinandernehmen. So wie die anderen. Ist weg. Ist da hinten weg. Mach doch das Teil weg! Danke. Ist weg, gut. Digga. Ja, endlich. Oh! Ja, Stasis! Juhu! Ja, Spiel! Danke, ich bin im Kreis und ich werde trotzdem halt noch angehittet. Ist super. Jetzt habe ich aber nicht mehr meine Fähigkeiten-Perks. Egal, schaffen wir trotzdem. Ah, jetzt krepier. Zack. Besieg dich mit meiner eigenen Waffe. Mit deiner eigenen Waffe. Feuer gegen Feuer. Alex, Praxis ist erledigt. Wir sind bereit zum Aufbruch. Gut. Ohne Phylax und Praxis wird Eramis leichtsinnig. Unvorsichtig. Ohne ihre Berater ist sie schwach. Sie wird sich abmühen, diese neue dunkle Macht zu kontrollieren. Der perfekte Zeitpunkt für uns, um zuzuschlagen. Hüter, wir sollten mit diesem Splitter ins Lager zurückkehren. Die Fremde wird auf uns warten. Aber sicher doch. Nice, 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 nice. Das hat doch mal wieder Spaß gemacht. Praxis und Phylax sind tot. Wir müssen sie rächen! Atrax! Tridis und ich übernehmen das. Geh du in die Krypta und bereite die Leiche vor. Eramis, wir müssen uns ausruhen. Diese Mächte sind nicht, was wir erwartet hatten. Auch ich bin ungeduldig,
Aber es liegt Weisheit in der Vorsicht. Vorsicht! Sieh, wohin Vorsicht uns gebracht hat. Unser Feind nutzt unsere Schwäche aus. Wir müssen handeln. Ich gebe diesen Hütern die Zerstörung, die sie so lieben. Geiler Beraterkurs da gerade. Also, so, ihre Berater sagen so, Neil, mach mal nicht. Und sie so, wir müssen uns rächen. Und wir sollten sie mit ihren eigenen Kräften töten. Muhaha, ja, super. Quest, gut. Ja, zum Lager zurück. Ja, sind wir auch schon fast fertig. 19 von 34. Gut, Leute, aber dann würde ich sagen, war es das erstmal hier mit der Folge. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.